Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute möchte ich mit euch über verschiedene Zeltarten sprechen und ihre jeweiligen Anwendungsgebiete, euch also einen Tipp geben, was ihr für welche Situationen am besten benutzen könnt. Das ist ein weiteres Video meiner Outdoor Basics Reihe, ja, wo es um Anfängerwissen für Outdoorer geht. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, entschuldigt jetzt, dass ich jetzt hier hinter mir nicht 5 verschiedene Zelte aufgebaut habe. Das war für mich logistisch heute mit einem Rucksack, den ich nur mit habe auf meiner Wanderung, leider nicht möglich. Trotzdem werde ich euch immer wieder kleine Szenen im Hintergrund einspielen von vergangenen Zelttouren und ähnlichem, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was sie denn für Zelte gibt und wie ihr die benutzen könnt. Wir gehen der Größe nach vor, das heißt, wir fangen ganz am Anfang an bei den kleinsten Zelten und da sind die Biwaksackzelte oder die ganz kleinen Ein-Mann-Zelte zu nennen. Das sind meistens Dinger, die einfach nur ein ganz einfaches Gestell haben, möglichst wenig wiegen und nicht viel mehr Fläche als ungefähr 2 Quadratmeter bieten. Das heißt, wir haben zum Beispiel am Anfang den klassischen Biwaksack, das ist im Prinzip nichts anderes als ein bisschen atmungsaktiverer Plastiksack, wo man seine Sachen reintut und dann je nach Art und Weise gibt es da unterschiedliche Modelle, wie man seinen Kopf sozusagen frei bekommt, dass man nicht die ganze Zeit das Plastik von dem Biwaksack im Gesicht hat. Ich habe zum Beispiel einen, der hat oben nur Schnüre durchgezogen, sodass man mit einer kleinen Ridgeline seinen Kopf sozusagen abspannen kann, dass man im Kopfbereich einen größeren Freiraum hat. Und in die ähnliche Kategorie fallen auch die sogenannten Biwak-Zelte. Ja, das sind im Prinzip Biwaksäcke von der Größe her, die eigentlich nur so im Kopf- und Oberkörperbereich noch mal ein bisschen mehr Stange haben und vielleicht noch eine kleine Abside, also eine kleine schräge Zeltwand, wo man seine Schuhe und seinen Rucksack drunter packen kann. Das müssen sie aber nicht haben, das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. In dem Biwaksack und in den Biwakzelten könnt ihr im Prinzip nichts anderes machen als drin liegen und je nach Modell vielleicht noch mal ein Buch drin lesen. Mehr ist aber normalerweise nicht möglich. Sie zeichnen sich natürlich durch kleines Packmaß und geringes Gewicht aus, aber natürlich auch wenig Komfort. Für diese Art von Zelten bzw. Biwaksäcken gibt es 2 Anwendungsgebiete. Entweder ihr wollt die Gewichtsersparnis vor allen Dingen mitnehmen, dann geht es natürlich um Weitwandertouren, wenn ihr möglichst viel Strecke machen wollt, weil ihr euch damit natürlich Gewicht spart, weil so ein Zelt gegenüber so einem Biwaksack schon echt viel wiegt. Also ich habe einen großen Biwaksack und der wiegt gerade mal 700 Gramm und das geht noch deutlich leichter und eins meiner Zelte wiegt 2,2 Kilo ungefähr, wenn das relativ komfortabel ist. Das andere ist natürlich, warum auch viele Biwaksäcke benutzen, obwohl Zelte benutzen können, ist ganz einfach. Ein Zelt an sich ist verboten. Das normale Campen draußen wild im Wald, das ist völlig unumstößlich, also da gibt es auch keine Grauzone. Mit einem Zelt und darunter zählen auch schon Biwaksäcke, die ein Gestänge haben, ist einfach verboten. Das heißt, ein Biwaksack, wie ich ihn zum Beispiel habe, mit so einer Schnürung, ist dann wieder legal und das ist natürlich auch ein Punkt. Zum anderen hat man damit auch ein sehr angenehmes Naturerlebnis, mit einem Biwaksack oder einem Biwaksackzelt bzw. Biwakzelt draußen unterwegs ist, weil man damit sehr viel direkter mit der Natur in Berührung kommt, auch schneller rein raus geht, nicht so viel Platz drin hat, nicht so abgeschirmt ist in so einem riesigen Raum, wie das bei Zelten der Fall ist. Die nächste Zeltart ist der klassische Kuppelzelt bzw. alle in dem Größenbereich ungefähr 3 bis 5 Quadratmeter. Die haben normalerweise ungefähr eine Länge von 2 bis 2,30 Meter. Und eine Breite von 1,20 bis 1,60. Je nach Größe natürlich gibt es da auch Abweichungen in die jeweiligen Richtungen. In diesem Bereich gibt es natürlich dann noch verschiedene Zelte, wie das eben von mir genannte Kuppelzelt, aber auch das Wurfzelt. Dann gibt es eine andere Art von Wurfzelt, die mehr so wie so ein Aufschuber funktioniert. Dann gibt es längliche Zelte, die sich nicht selbsttragend sind, was ich zum Beispiel sehr gerne benutze und, und. Das klassische Kuppelzelt, das selbststehend ist, hat das Problem, dass es im Gegensatz zu seinen Verwandten in dieser Kategorie meistens etwas schwerer ist, dafür aber auch komfortabler, weil es freistehend überall angebracht werden kann. Also es braucht nicht nochmal extra abgespannt werden, sondern wenn die beiden Stangen drin sind, dann steht sozusagen das Gerüst und kann umhergetragen werden. Das Wurfzelt ist extrem einfach aufzubauen, deshalb super geil, aber in seinem Packmaß sehr groß und deshalb einfach unpraktisch. Natürlich aber nicht, wenn man auf Camping oder sowas geht, mit dem Auto. Das längliche Zelt, wie ich es zum Beispiel sehr gerne benutze, ist ein bisschen leichter als das freistehende Kuppelzelt vom Anfang, muss aber an den Seiten abgespannt werden, sonst steht es nicht, sondern fällt um. Dafür ist es, wie gesagt, leichter und auch kompakter.
Damit kann ich folgende Empfehlung abgeben, das freistehende Kuppelzelt zum Beispiel als Übergangszelt von Wandern zu Camping, ja, irgendwo dazwischen. Das Wurfzelt als klassisches Treffencamp, ja, wo man vielleicht noch mit dem Auto hinfährt oder nicht viele Wanderkilometer hat. Und das klassische Langzelt als jemanden, der vielleicht trotzdem weit wandern möchte, aber nicht ganz auf den Komfort verzichten möchte, den so ein Zelt, ein größeres Zelt gegenüber einem Biwaksack bietet. In der letzten Kategorie, den Großraumzelten, befinden wir uns natürlich in einem Bereich, der vom Wandern eigentlich ziemlich ausgenommen worden ist. Im Endeffekt gibt es dafür zwei große Einsatzgebiete und das sind stationäre Camps wie Camping, Festival, Bushcraft-Treffen, aber natürlich auch Sunrise, ist gut, als Basiszelte auf Bergsteigetouren. Ebenfalls fallen natürlich die Großzelte aber auch in eine andere Kategorie und das ist das Fluchtzelt. Das ist natürlich im Prepping-Bereich, da bin ich jetzt nicht so versiert. Da gibt es andere Leute, wo ihr euch gerne Videos anschauen könnt. Das interessiert mich zwar, ist aber noch nicht in meinem Wissen so richtig mit drin. Natürlich gibt es da noch allerhand von Spezialzelten. Also bei Zelten gibt es tausende Möglichkeiten. Ja, ich habe zum Beispiel auch noch zwei verschiedene Mittelalterzelte, ein richtiges Wikingerzelt, ja, nur mit Naturmaterialien sozusagen, also Tuch und Holz und dann eins noch, ein A-Zelt sozusagen, also mit zwei Stangen in der Mitte, wo dann noch unten Plastikboden dran genäht worden ist in weiß und so weiter und so fort. Es gibt noch das Pfadfinder-Kote-Zelt, ja, aus dem dicken Baumwollstoff und noch verschiedenste andere Zelte, wo vielleicht auch noch ein Zeltofen mit reinpasst, wo man oben die kleine Spitze abhängend hat, ja, sozusagen, dass der Rauch rausdrehen kann, aber das sind alle Spezialzelte, die eher in den Bereich des stationären Campen fallen. Wenn dir jetzt noch eine Zeltart einfällt, die ich jetzt vielleicht vergessen habe, oder du möchtest einfach ein bisschen was ergänzen, dann schreib es gerne unten in die Kommentare rein. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten hoffe ich einfach, dass dir das Video gefallen hat und du lässt mir ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos, Tipps und Tricks. Einfach mal durchklicken und hier unten auf den kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, denn da kommen noch weitere Tipps und Tricks Videos. Ich sage tschüss, tschüss, bis zu den nächsten.